So, schauen wir doch aktuell auf die Infektionszahlen für Deutschland. Weiter rückläufig. Aktuell heißt das 18.485 positive Testergebnisse, 5.844 weniger als vergangenen Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz, die sinkt ebenfalls. Momentan liegt sie bei 125,7. Die Zahl der Toten gibt die Behörde mit 284 an. Fast 33 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden.